mache jetzt eine kurze Präsentation, also ich habe Prezi. Die Folien sind auf Englisch, ich will auf Deutsch reden, weil ich halte die Vorträge öfters in Englisch als auf Deutsch. Es geht im Prinzip um Virtual Reality, Augmented Reality und 3D. Ein paar Grundbegriffe, ein bisschen Erklärung, ein bisschen Entwicklung und was man eben auch mit relativ günstiger Hardware alles machen kann. Generell, also von der Definition Wikipedia, Virtual Reality ist einfach eine Computersimulation. Ihr kennt alle Computersimulationen, ihr kennt es auch, ich halte mich da relativ kurz jetzt mit den Begriffen. Einfach das Ziel ist, die Präsenz in einer echten oder in einer virtuellen Welt oder in einer Fantasiewelt zu erzeugen. Aktuelle VR-Tools sind alle irgendwie in irgendeiner Form computer-generated. Es hat in den 60er, 70er Jahren Versuche gegeben, das Ganze auf analoger Basis aufzubauen, aber es hat ein bisschen die Rechenpower dahinter gefehlt. Aber im Endeffekt geht es darum, dass man als eigene Person oder als Avatar in einer virtuellen Umgebung eintauche. Und man unterscheidet dann also von den Spielen her die First-Person-View, das heißt, ich habe die Sicht aus meiner Perspektive, so wie ich es sehe, oder ich habe eine 3D-View, wo ich quasi hinter mir stehe. Das heißt, ich sehe den Avatar vor mir und bewege den, oder ich sehe es wirklich aus Augenhöhe und kann mir auch entsprechend bewegen. Etwas, das habe ich da nicht drinnen, das habe ich gestern erst gesehen. Ihr kennt wahrscheinlich Google Street View. Kennt ihr alle? Ja, in Japan gibt es jetzt eine Cat View. Also, ja, das heißt, die bauen Google Street View aus der Katzenperspektive. Ja. Ich habe mir drei Straßen angeschaut, wirklich witzig. Ja. Und man begegnet auch anderen Katzen. Ja. Und man hat dann immer so ein Augmented Overlay, Bio-Info zur Katze und so weiter. Ja. Also, ist witzig. Das Wichtigste bei der Virtual Reality, sagen wir mal, sind einmal diese drei I's. Ja? Immersion, Imagination und Interaction. Immersion ist das Eintauchen. Ja? Das ist im Prinzip, wie stark jetzt das Gefühl ist, ich bin da drinnen. Ja? Also wenn wir jetzt vom Film Matrix ausgehen, dann haben wir einen sehr hohen Faktor der Immersion, einmal zwangsläufig. Ja? Wenn man so von Leisure Suit Larry oder von so alten Konsolenspielen ausgeht, dann habe ich vielleicht einen eher geringeren Immersion-Faktor. Interaction ist klar, wie schaut jetzt meine Interaktionsmöglichkeit mit der Umwelt aus und natürlich die Vorstellung, die Imagination. Ich habe jetzt einfach noch, da springe ich jetzt drüber. Also nur eins, Imagination ist natürlich wie in allen Computer Brain Interfaces ist ein starker Faktor, wie das Ganze wirkt. Ja? Es gibt Leute, die schalten einfach vor einem Text Dungeon Adventure Game komplett aus. Ja? Also die kriegen da nichts mehr mit und andere sitzen in einem 27D Flugsimulator und sagen, das ist aber langweilig. Ja? Das ist ja nicht echt. Immersion, das habe ich eben schon gesagt, ist einfach das Eintauchen, wie real fühlt sich das Ganze an. Also wie sehr habe ich das Gefühl, ich bin wirklich da drinnen. Und natürlich auch dann die Interaction. Interaction, eine ganz klassische Simulation, dieser klassische Microsoft-Flugsimulator, den es jetzt, glaube ich, in der 27. Variante gibt. Ja. Das war eines meiner ersten Simulationsspiele, die ich so gespielt habe, weil einfach das cool war, da so rumfliegen. Und wenn ich vergleiche, wie die Grafikauflösung der Landschaft in der ersten oder zweiten Version war und wie sie jetzt ist, dann ist das wow, ein bisschen ein Unterschied. Ja. Die grundsätzliche Unterscheidung jetzt von VR-Systemen ist einmal natürlich diese Non-Immersive Systems. Das heißt, ich habe Simulationssysteme, die mir aber jetzt nicht wirklich so dieses Eintauchgefühl geben. Ich sitze meistens vor einem Bildschirm. Ich sehe natürlich auch die Umgebung. Das heißt, ich spiele dort drauf einen Flugsimulator und ich sehe alles rundherum. Das heißt, ich bin nicht wirklich eingetaucht. Ja? Ich habe dann diese, sagen wir, Hybrid- oder Augmented-Reality-Systeme. Das sind Augmented-Reality ist die Vermischung von von Aufnahmen mit Informationen. Ja? Also Google Glass ist so eine klassische Sache. Ich schaue durch und ich sehe im Prinzip dann eingeblendet die passenden Informationen dazu. Ich weiß nicht, wer von euch ein Smartphone-Navi verwendet. Da gibt es, manche haben also ein HUD, also Head-Up-Display. Da lege ich dann das Smartphone verkehrt vorne
fürs Lenkrad unter die Scheiben und das schaltet auf spiegelverkehrt um und ich sehe dann quasi in der Windschutzscheibe über die Reflexion das Ganze richtig. Ja? Das ist im Prinzip so eine typische Augmented-Sache. Ja? Also ich verwende es, ich lege mein Handy einfach vorne rein und ich sehe dann große Pfeile, Geschwindigkeit, es wird nicht viel mehr angezeigt, aber ich sehe genau, wie weit ich fahren muss und ich schaue gerade auf die Straßen und ich sehe quasi eingeblendet über die Reflexion des Handys, sehe ich das, also das ist eine typische Augmented Reality-Angelegenheit. Ja? Also ich verwende das Hitchhik-Navi, das funktioniert super. Und natürlich, ich habe dann diese Immersive Systems, wirklich, wo ich wirklich jetzt dieses Eintauchgefühl habe, wo ich wirklich dann voll drinnen bin. Ja, eben dann mit den Non-Immersive, also das ist nochmal eine detaillierte Beschreibung von denen. Ich sitz eben davor, das ist also klassisch, ich habe einen Computer mit einem 3D-Film, ja, ich habe eine 3D-Brille auf, das heißt, ich habe eine ganz klare Trennung zwischen meiner Rezeption und dem System und der Umgebung rundherum. Ja, bei der Augmented Reality, da habe ich dann noch ein paar Beispiele, die zeige ich dann für die Smartphones, wo man zum Beispiel wirklich die Kamera einfach in die Höhe haltet. Ich sehe das und parallel kriege ich eingeblendet aus Wikipedia, was ist das? Ja, wenn die Wikipedia-Einträge mit einer GPS-Koordinaten versehen sind, das System greift auf meinen Standort zu, auf die Kamera und macht mir einfach eine Infoüberlagerung. Ja? Gibt es ein paar super Apps, die das wirklich ganz top machen. Ja, und eben natürlich dann die Full Immersive Systeme, da sieht man die großen Systeme, die jetzt wirklich jetzt, wo ich in einem Raum bin, ja, der sich mit meiner Bewegung verändert, oder ich habe eine Brille auf. Ja, also solche Systeme gibt es natürlich für den Heimgebrauch ein bisschen Overkill, aber da hat man dann meistens ein Gewand an mit Sensoren, das heißt die Umgebungssensor, der Raum realisiert meine Bewegung und ändert eben die Darstellung auf diesen Rundum-Bildschirmen entsprechend. Ja. Ja, das sind dann ein paar so Piloten, die es halt gibt. Da sieht man eh noch, das ist ein älteres System, von der Grafikauflösung ist es nicht so das Wahre. Ja. Beziehungsweise ich kann wirklich dann in dem Raum, ich habe eine 3D-Brille auf, ich habe 3D-Projektionen und die komplette Umgebung verändert sich mit meinen Bewegungen mit. Ja, ein bisschen noch kurz zur ganzen Entwicklung und wie das Ganze funktioniert. Das, was ihr da seht, das ist die Oculus Rift, ja? Und der übliche Gesichtsausdruck, wenn jemand das erste Mal aufhat. Ja? Also, das beginnt in den 30er, also da gibt es eben einfach so holographische Recording, also parallel mit Filmaufnahmen ist man dann irgendwann einmal draufgekommen. Naja, wenn ich zwei Kameras in circa Augenabstand habe und ich nehme das parallel auf, dann habe ich zwei leicht verschobene Recordings, die ich dann einfach wieder entsprechend abspüle. Ja? Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Holzgerüste, die man so vorhaltet und dann hat es Dias gegeben. Da hat es sogar von Kodak ein Fotoapparat gegeben, der hat wirklich immer parallel zwei Dias belichtet, genau im Augenabstand. Und dann habe ich so eine Halterung gehabt und habe die Dinger vorne reingeschoben und habe eigentlich wirklich eine echt top 3D-Ansicht gehabt. Ja? Das hat zwar 40, 50 Jahre hat es das schon gegeben. Ja? Ja, Nintendo hat mit dem Virtual Game Boy angefangen, das hat sich nicht wirklich verkauft, das war zu teuer. 2007 mit Google Street View war das eigentlich schon so ziemlich das erste global verfügbare. Das sind halt zuerst in sehr wenigen Städten, inzwischen außer in Österreich und weiß nicht, wo sie noch nicht unterwegs sein dürfen. Aber also, ich war in Kroatien jetzt Urlaub, ich bin vorher über Google Street View hingefahren und habe angeschaut, wie die Umgebung von dem Apartment ausschaut, bevor ich es gebucht habe. Ja? 2014 Facebook hat eben Oculus gekauft und ebenfalls voriges Jahr hat auf der Google I.O. Google an alle Besucher das ausgeteilt. Ja? Das ist Google Cardboard, ein ganz einfaches System, das ich aus Karton zusammenklappe und mein Smartphone einlege. Die Überlegung war ganz einfache, wir haben alle Smartphones mit super Rechenleistung, super Display. Ja? Und warum nicht einfach ein entsprechendes Gehäuse rumgeben und mit der entsprechenden Software am Device, ja, brauche ich kein Oculus Rift. Da hat die Oculus Rift nur ein bisschen mehr gekostet. Ja, jetzt, glaube ich, kostet die Oculus Rift 300, also es ist nicht mehr so wild. Und, ja. Ja,
Ja. Jetzt ganz kurz einfach nur, was jetzt von der Technik, was ist jetzt notwendig, damit ich mit einem Smartphone oder mit einem Device überhaupt VR und AR machen kann? Ich habe verschiedenste Sensoren drinnen. Diese Sensorbox für Android, die zeigt mir an, was habe ich denn drinnen. Ja? Die wichtigsten Sensoren, die ich brauche, sind einmal der Orientation und der Accelerometer, das ist dasselbe. Ja? Gyro und Magnetik, Kompass. Acceleration ist irreführend. Acceleration, ich rede nicht viel drüber, da oben über den Link ist es genau erklärt. Ja? Aber und der Link zur Prezi ist im Titan-Dings drinnen. Ja? Also Acceleration ist eigentlich Beschleunigung, aber in der Sensortechnik jetzt auch bei der Arduino ist Acceleration eigentlich der Lagesensor. Ja? Und der Gyro ist dann der Lageveränderungssensor. Das heißt, der Acceleration-Sensor stellt mir fest, wie steht denn das Handy, und der Gyro kann erst die Bewegung erfassen. Das heißt, das kann der Accelerator, aber wenn ich jetzt mit drehe, brauche ich einen Gyro, damit es funktioniert. Das heißt, ich brauche, und ich sage einmal, Kompass haben alle. Also da kenne ich kein Smartphone, das keinen Kompass drinnen hat. Und ansonsten, da gibt es noch den Proximity, das ist der Näherungssensor. Wenn ich es im Prinzip dazu gibt, das merkt man einfach, wenn ich es zum Ohr halte, ob es Licht ausgeht, dann habe ich einen Proximity-Sensor. Ja? Temperatursensor, gibt es noch Sound, Lichtsensor und so weiter. Ja? Also diese Sensorbox, wenn ich die anstarte, dann sagt die mir sofort an, welche Sensoren habe ich. Ja? Und klären wir vorweg, ich brauche für eine vernünftige 3D-Interaktion, also nicht zum Anschauen, für die Interaktion. Das heißt, wenn ich nach unten schaue, dann soll auch die Darstellung nach unten gehen, brauche ich einen Gyro. Und wenn ich einen Gyro habe, habe ich die anderen auch. Ja? Ich weiß zwar nicht, warum man die 27 Cent einspart, der Gyro kostet, ja, aber es gibt Handys, da ist es nicht drinnen. Ja. Prinzipiell kann man sagen, alle Handys über 130, 140 Euro haben den Gyro drinnen, eigentlich. Ja. Do you want to go? Where would you want to go? So. I would like to go to the moon, Thailand, Asia, Greece, India, to Nigeria, my homeland. One or maybe all of the seven wonders. So, das hier ist Google Expeditions. Google hat heuer vorgestellt ein neues Programm im Prinzip. Nimm deine Schulklasse dorthin, wo kein Bus hinfährt. Ja, oder dorthin, wo du den Bus nicht leisten kannst. Die Idee dahinter ist, dass eben mit Cardboard und dem eigenen Device über Multicast-Software der Lehrer einfach so, Kids, Brille auf und jetzt schauen wir uns die Pyramiden von Gizeh an. Ja, ob, eigentlich wollte ich das wieder zeigen. When you explore different places, you have the chance to actually learn something new. You want to be able to show the kids that there's something outside of your community. Also das ist ein Programm speziell für Schulen, man kann sich da gratis dafür registrieren. Ich kriege dann einen eigenen Zugang, habe dann auch die entsprechende Client-Server, also Teacher-Student-Software. Das ist wirklich so, dass die App auf den Student-Devices installiert ist und ich kann mit meinem Teacher-Device das Ganze einfach entsprechend aktivieren und sagen, okay, jetzt schauen wir uns das an, jetzt schauen wir uns das an. Ja? Und kann die im Prinzip in die Fernsteuerung übernehmen. Ich brauche keinen Root-Access, ich brauche auch kein gemanagtes System.
Momentan ist es nur für Android, das kommt aber dann auch für iOS raus. Das heißt, ich brauche auch keine hohen Rechte dafür, weil es wirklich, das heißt, es funktioniert mit Bring Your Own Device. Ja, das ja bei uns ein sehr großes Thema ist. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, let's build one by ourselves, nur mal um zu zeigen, ich kann das natürlich auch ausdrucken. Ja, bitte hier wieder der Link, thingiverse.com, 99.0925 sind die Druckdateien, runterladen, ausdrucken, kleben und, aber das, ich habe es gemacht, das Ding ist fünfmal so schwer wie der Poppendeckel. Ja, und mit dem Smartphone habe ich dann noch ein bisschen ein Gewicht auf der Birne. Ja, also, das nächste, was ist, wie wird denn das gefilmt? Ja? Rechts, seht ihr eine ganz normale 3D-Kamera. Ja, 3D-Kamera super, Splitscreen alles. Keine Interaktion. Ja? Weil das Movement und die Bewegung ja vorgegeben sind. Das heißt, genauso wie ich es abspiele, ja, wird es wieder, wie ich es aufnehme, wird es abgespielt. Das heißt, wenn ich jetzt das anschaue in 3D und die schaue habe, passiert nichts. Ja, das heißt, ich nehme jetzt ich habe so eine Kamera auf meinem Motorrad drauf, also ich habe das mit zwei GoPros gemacht, da gibt es eigene Halterung, auch auf Thingiverse, wo ich die GoPros genau seitenverkehrt im Augenabstand fixiere, zack, vorne rauf, synchronisiere das über die App, nehme auf, vor. So, wenn ich jetzt irgendwann einmal unterwegs bin und ich schaue nach oben oder nach unten, dann beim Abspielen passiert nichts. Der Film rennt ganz normal weiter. Ich habe ein normales Recording, ich habe keine Interaktion. Damit das Ganze interaktiv ist, brauche ich sowas. Und zwar zwei von denen. Weil ich brauche für jedes Auge eins. Ja? Das heißt, ich brauche dann schon ein paar GoPros. Ja? Oder ich habe ein System mit drei GoPros und ein Spiegelsystem. Ja? Das mir eben einfach Split, das nimmt mir dann Split-Screens auf. Ja? Ebenfalls Bauanleitungen genug. Das heißt, ich kann im Prinzip mit sechs GoPros kann ich a full interactive Recording machen, wo ich natürlich dann entsprechende Software brauche, damit ich die Interaktion auch wieder umsetzen kann. Das heißt, Head-Tracking, also der Sensor, das Handy nimmt über den Gyrosensor meine Kopfbewegung auf und leitet, und die Software zeigt mir den Film entsprechend weiter. Ja? Also das schaut dann schon, ist schon ein bisschen mehr Aufwand, sowas zu produzieren. Wo ist das Handy montiert? Warte ein bisschen. Warte ein bisschen. Ja? So. Damit wir das Ganze abkürzen, machen wir das jetzt einfach. So. So, VR. Eins der Lieblings-Apps für alle Schüler ist die Moorente. So, ihr seht hier den klassischen Splitscreen. Ja, und ich muss durch die Neigung, hoppala. So, und damit das nicht so fad ist, tue ich das natürlich gleich in mein Cardboard rein. Ja. Ah, habe ich wen getroffen? So. Und da sehe ich jetzt in 3D da drinnen. Ja. Und ihr seht, ich gehe nach unten. Ah. Hallo. Der ist schon tot, okay. Und ich kann mich komplett rundum und rum dran. Seht ihr das? Ja, das ist das Tracking, ja, von dem ich geredet habe. Hoppala, geschwindiger dann mit der Zeit. Also, ihr seht natürlich jetzt da nur den Splitscreen und ihr habt den 3D-Effekt drinnen. Ja. Aber, ich bin ja nicht so. Ja. Es heißt ja Workshop, oder? So. Ich habe ein paar Sachen da. Ja? Genau. Ich habe gesagt, let's build one by ourselves. Ja? Das Problem ist natürlich so, ich kann euch den nicht verschenken.
Ja, das heißt, ich habe jetzt vorgesehen, dass drei gebaut werden, außer jemand möchte es kaufen. Ja, 15 Euro. Ich habe es von 13,78 Euro auf 15 aufgerundet. Ja, das ist, glaube ich, der Amazon-Preis. Das heißt, wer es selbst haben möchte, ich habe auch Rechnungen da. Ja, könnt ihr das haben? Ich kenne das mit Lehrer. Ja. ansonsten habe ich von meinen Sets, kann man sagen, bauen wir halt drei zusammen. Ja. Also möchte es jemand selbst bauen? Anna, nicht, hat das schon wer? Ich kaufe mal eins. Ja, du nimmst eins, okay. Wer kauft denn es? Ja, okay. Ja, dann. Nee, ich kann den nicht gratis ausgeben. Ja. Oh. Ah, da sind sehr starke Magneten drinnen, wenn du übereinander liegst. Clip. So. So. Gehen wir da weiter. Ah, super. Und dann. So. So. Ja, okay. So, was klein? Okay. Ja, warte mal. Wer hat's genau? Bitte. So, du kriegst einmal einen Fünfer zurück. Moment, nein, nein. Ich habe ja schon. Warte gleich, ich muss schnell. Ich habe noch einen Fünfer. Moment. Nein, ich habe zwei Fünfer. Echt, mal super. Ja, hätte ich 20 gemacht, gell? Aber dann hätte ich gesagt, boah, aber die kosten auf Amazon 13,70 Euro. Nein, es tut mir leid, ja. So. Ja, gratis Versand. So. Ja. Passt. Ups. So, warte, jetzt die Rechnungen muss ich dann noch. Du musst jetzt die andere, es sind daher. 2,5er. Ja. 2,5er. Gut. Das ist einmal, doch gibt es noch 35 Kartus. Da gibt es. Ich soll jetzt einmal meins. Das ist okay, ja. Passt. Ich brauche jetzt noch 35 Kartus, ne? Dann passt. So. Wer kriegt jetzt die 5? Das weißt du, wer die kriegt. Okay, gut. So. Ja, einen habe ich noch. So, passt. Wollen wir noch einen? Google Cardboard. Ich habe 20 kopiert. 20, 40, 60, 70, 80, 90, 140. Ich muss die Rechnungsnummer noch aufschreiben. Okay. So. Nein, ist eben. Unversteuert. Nein, nicht unversteuert. So. Das war jetzt. Shit. 120, 124, 126, 126, genau. 127. So, da waren zwei Rechnungen. Ja. Rechnung. Jetzt haben wir die Steuerung. Rechnung. 120. So. Was? Jetzt ist schaut schon gut da. Kann noch ich. So, das ist schon fertig unterschrieben, ja. Kann mal jemand noch einen 10er, einen 5er wechseln? Rechnungen? Rechnung? Du fragst deine? So. So, okay, so, warte mal. Achso, okay. So, warte mal. So, da hast du. Dankeschön. Passt. So, jetzt gehen wir die Dinge aus. Okay. So. Super, Dankeschön.
So. Okay. Leilon, das System, es ist wirklich einfach, wenn ihr euch das anschaut. Das Wichtigste an dem Ganzen drinnen sind einmal die Linsen. Ja? Und zwar, wer es jetzt zusammenbauen will, baut es jetzt zusammen. Ja? Die Linsen, es wird alles nur zusammengesteckt. Ja? Die Sachen, die ausgestanzt sind, wird man einfach vorsichtig ausdrucken. Und es sind dann zwei Magnete dabei, ein Ring und ein Magnet. Ja, ja, macht es auf. Und du scheiterst am Aufmachen, oder? So. Ah ja, was noch dabei ist, Leilen, bitte, ihr habt die Luxusvariante, die mit den NFC-Chips. Ja? Das heißt, wer ein Handy mit NFC hat, kann den Sticker reingeben und das so einstellen, dass sobald das drinnen ist, wird die Cardboard-App gestartet. Ja? Also da ist überall ein NFC-Chip dabei. Das Problem ist, dieser NFC-Chip macht auch die Einstellungen nicht für die meisten Handys falsch. Du, das musst du am Handy einstellen dann, ja? Ja, nee, wenn auf dem... Also so. Ja. Genau. Die Magneten sind ja, sehr stark. Wieso sind die drei Magneten? Die hast du nur zwei rum. Na zwar, das reicht schon so, ja. Das, so. Okay. Na was? So, das ist schon gedacht dafür. Nein, nein. Das ist schon gedacht dafür, ja. Ja, ja. Ja, warum auch immer das nicht. Aber man macht es da kaputt. Ja. Okay. Also du kannst es auch hinten auflösen. Ja, okay. Okay. Aber wenn man es da kaputt macht. Wie ist doch die Power? Das ist so einfach, dass man keine braucht. So, schalt mal wieder zu. Ah ja, na, während ihr das zusammenbaut, zeige ich euch noch ein Beispiel Augmented Reality. Schaut mal kurz her, bitte. So. Hat sich jetzt der Beamer ausgeschalten, oder? Nein, das ist er schon. So. Und zwar Augmented Reality, das ist also eine typische, das ist eben die Überlagerung. Ja? Die App Augment, da sind ja noch ein paar Links drinnen. Jetzt wenn ich zum Beispiel hernehme das Skelett. Ja? Die App verwendet die Kamera und den Lagesensor. Jo, schnell sind wir nicht im WLAN heute. Die Linsen, die Wölbung gehört zum Smartphone hin. Ja? Also der gerade Teil schaut nach hinten und die Wölbung gehört zum Smartphone hin. Den Teil, den geht er weg praktisch. Ne? Hm? Der gehört da. Ja, genau, das gehört weg. Das ist doch perforiert, ja, das ist die Halterung. So, das ist die Verpackung. Ja. Den Magnet tut es bitte erst zum Schluss rauf. Ja, deswegen tut es ihn runter. So, schaut mal her, Leidl. Mein Handy nimmt jetzt einfach da den Eingang auf. Ja. Und, klack. Na, nur einmal Skelett. Na geh. So. Okay, seht ihr, da steht jetzt das Skelett. Ja, da schiebe ich jetzt da her. Seht ihr, ich bewege das, schaut aus, als ob es wirklich da steht. Seht ihr das? Ja, ihr seht ja den Schatten am Boden. Ja, also das Ding ist voll rein projiziert. Ja, ja genau. Und wenn ich das Ganze... Ja, schau. Ja. Schmeißen um. Er geht da zurück. Wieso geht er zurück? Weil ich neigen tue. Ach so. Ja. Weil ich das Handy neige. Ja. Ich kann es dann kleiner machen auch. Ja. Oder beziehungsweise ich setze es auf meine Hand auf. Ja. So, jetzt muss ich es erst ein bisschen kleiner machen. Zusammenzoomen. So.
So, das ist die App Augment. Gibt es ebenfalls für Android und iOS. Ja? Eine weitere Augmented Reality Geschichte ist die UNAIO. Das ist diese Überlagerung von. Das schaut so aus. Ich habe dann. Genau. Ich habe jetzt natürlich. Der nimmt die GPS-Koordinaten. Ja? Und ich sehe dann die entsprechenden Informationen überlagert, was natürlich indoor nichts bringt. Ja? Aber wenn ich zum Beispiel draußen stehe und ich habe dann ein GPS auf 3 Meter genau, die Informationen werden von Wikipedia teilweise geholt und auch von anderen Sources, das bringt wirklich viel. Also das ist echt der Hammer. Ja? Also das ist so eine klassische Augmented Reality App. Ja? Es gibt dann die Wikitude, ja? die holt die Informationen aus Wikipedia, arbeitet im Prinzip genau gleich, ja, und blendet aber dann auch Fotos ein. Ja, das heißt, von Wikimedia kommen dann Fotos daher. Ja, die ist Werbung, die habe ich jetzt nicht weitergemacht, weil da ist mir zu viel Werbung eingeblendet in dem Zweck drinnen. Und das Augment tun wir auch wieder weg. Ja, die Moorente haben wir gehabt. Und was eben jetzt als Beispiel, wenn jetzt die 360 Heroes App, ja, also die Links, die sind alle in der Prezi dann drinnen. Aber die 360 Heroes, das ist mit den GoPro Heroes gemacht. Und das ist eine Videoqualität. Ich habe jetzt wirklich nur die einfache Auflösung runtergeladen, weil man selbst der 1K-Stream, ja, da ziehe ich mir 3 Giga runter. Ja. Aber jetzt nur als Beispiel die Tour de la Eifel. Ja. Schaut einmal. Natürlich mit Musik, voll authentisch. Ja. So, jetzt ist das Ganze in normal. Ich kann oben schauen. Ich drehe mich. Irgendwo ist der Eiffelturm hinter mir, oder? Da ist er. Genau. Und ich gehe jetzt zum Eiffelturm hin. Ich schaue rauf, runter, alles. So, jetzt habe ich natürlich kein 3D. Aber ihr seht das Cardboard-Symbol in der Mitte. Plopp, Splitscreen. Rein in die Brille und ab die Post. Ja. Und es mit Google, also mit Google Expeditions, wird es dann ein Tool geben, wo ich das selbst erstellen kann. Ja. Wo ich mit 2 Android-Smartphones nebeneinander geschnallt, ja, sowas aufnehmen kann mit der Software. Also, das ist jetzt das 360 VR. Dann eben die Moorente, dann Visit VR ist auch noch so eine App, mit der man alle möglichen Plätze besuchen kann. So. Und man hat natürlich da ja, ja genau, zum Magnetschalter dazu noch. Ja? Ich brauche natürlich manchmal eine Interaktion mit der Brille. Ja, jetzt habe ich aber keine Tasten, ich habe nichts da. Ich habe aber sehr wohl einen Kompasssensor und dieser Kompasssensor wird eigentlich nicht verwendet. Und daher gibt es diesen Magneten, den man auf der Seite reinklipst und sobald ich den äußeren Magneten nach unten bewege, ändert sich das Magnetfeld fürs Handy. Das heißt, es ist so, als ob ich einen Taster hätte. Ja, sobald ich Oberdruck, drücke ich auf eine Taste drauf und wenn ich wieder loslasse, klipst der Magnet drauf und ich lasse die Tasten los. Hat jeder 3 Magneten dabei? Wir gehen nämlich bei ein paar Handys, bei ein paar anderen Brüllen gehen wir Magneten ab. Ich glaube nämlich, die sind rausgeflogen. Ja? Also normalerweise ein Ding und ein so ein dunkler Magnet. Ah, weißt du was? Nein, das ist so. Du hast einen Magneten außen mit dem Ring. Das müsste dann funktionieren. Darf ich das einmal probieren? Das müssen wir, sagen wir mal. Ja, genau. Ja. Also einen Magneten außen mit dem Ring. Ja. Ja, müsste eigentlich ohne äußeren Magneten auch gehen. Ja? Du kannst die verpacken und abtrennen. Ja? Ja, aber das Magnetfeld verändert sich besser, wenn du außen am Magneten auch noch bewegst. Dann hast du eine stärkere Magnetfeldänderung und der Schalter funktioniert zuverlässiger, weil das Problem ist, der Magnetsensor ist immer woanders bei den Handys. Du musst das Ding aber immer so hinlegen, dass die Kamera von außen schaut. Ja? Jetzt kann es da passieren, dass der Magnetsensor mittendrin ist und dann geht sich das nicht aus. Also du brauchst eine stärkere Änderung des Magnetfeldes.
Nein, du hast was falsch gemacht. Die Kamera sollte ausschauen. Das kommt gerade vor, gell? Ja, ja. Da hast du... Achso, ja, das ist der senkrechte Teil, der nach unten schauen muss. So, das heißt, der Teil da, der wird nach unten geklappt, ja. So, hoppala, das ist eine, eine und nach unten, so, so gehört's. Schau. Ah, da waren wir schon weg. So, ja, warst du noch am richtigen Weg, genau, ja. So, und das ist jetzt die Unterteilung nach unten dann, ja, siehst du das? Ja. So unten rum. So, so, so. Und der Teil, der ist noch weg. Der gehört doppelt zusammen. Der gehört doppelt. Der gehört doppelt zusammen nach innen, ja. Damit hast du innen die Positionierung, ist der innere Magnet fixiert. Kannst du das allgemein sagen, wie dieses gefoltet wird? So. Da ist noch ein Nose. So, und der gehört jetzt außen auf. Dann gibt es den außen auf noch, genau. So. Mal, bitte die Neodym-Magnete nicht runterschmeißen. Ja? Weil das ist gerade hier. Also. Der Teil in der Mitte ist klar, mit den Linsen, wie er rausgehört. Ja? Was? Der, naja, nein, der, muss, der, meine, der ist da dabei, den kann man so. Also, so. Wie haben wir es das? Also, das gehört hochgeklappt und das Ganze steht dann am Ende so übrig. Ja, das steht dann so da. Ja? Und dann auf der Seite, auf der Außenseite. Ja? So, dann kommt das unten rum. So, und dann kommt der, das ist ja, so. Und jetzt habe ich dann die Möglichkeit, siehst du, dass ich da den Schalter außen, den aufetue und der Magnet zieht automatisch wieder zurück auf. Und das ist dann der Magnetschalter. Ja? Und dann kann ich das Ganze da noch zupicken und jetzt ist es im Prinzip, so ist es fertig. Das heißt, jetzt kannst du dann der Handy, ja genau, das noch das, ja Moment, tun wir gleich. So, da ist dann ein Klebestreifen auf der Seite, mit dem kannst du es dann zukleben. Ja? Da innen drinnen ist noch ein kleiner... Mit dem Klettverschluss mache ich es dann auf. Genau, mit dem Klettverschluss machst du es dann auf und tust das Handy rein. Ja? So. Von den Apps... So, gehen wir da zurück. So, Leidl, von den Apps. Hallo. Und zwar, das... Ich habe da eine Liste schön, Android, iOS. Ich habe alles Apps rausgesucht, die auf beiden gehen und die nichts kosten. Ja? Ich habe unterteilt in Virtual Reality und in Augmented Reality Apps. Ja? Das AR, ich habe da immer, damit ihr seht, gleich, damit ihr das Richtige habt im Play Store und in iTunes. Das ist das Joanio Layer, da kann ich selbst was zeichnen und 3D animieren. Wikitut ist das mit Wikipedia und Augment. Das sind einmal, die habe ich jetzt vorher gezeigt. Für Google braucht ihr einmal dieses Cardboard. Das ist die Grund-App für Cardboard. Die gehört einmal rauf. Wer hat da iOS? Niemand. Wer hat Android? Die Rest alle. Okay, passt. So. Das heißt, ihr braucht einmal Cardboard, beziehungsweise das Moorente-Spiel rennt auch ohne der Cardboard-App. Ja? Die Cardboard-App, da habe ich dann also eine kurze Demo drinnen und wenn ich mich da dann bewege, dann sehe ich eh sofort, ob ich alle Sensoren habe, ja, ob ich mehr drehen kann. Ja? Und dann ist eben die 360 Heroes Video Library, das geht glaube ich jetzt auch ohne Cardboard. Das habe ich aber auf Android noch nicht ausprobiert, ich habe gesehen, dass es das gibt. Ja? Das ist das mit den GoPros, wo ich mir die Filme nachladen kann, ja? Und mir dann wirklich anschauen kann. Also, im Prinzip alle Apps, die das Symbol im Play Store drinnen haben, ja? Mit denen kann ich arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt einmal da reinschaue, Play Store Cardboard. So, wenn ich jetzt nochmal da drauf gehe. So, das ist eben die Grund-Cardboard-App. Das ist da draußen noch, okay. No. Na geh. So, nochmal. Das sagt man doch normalerweise immer und der Zugehörige. Wo ist denn das Zeug? Ähnlich. So,
So, dann suchen wir da mal noch Virtual Reality. So. Seht ihr, da, genau. Da habe ich dann, also im Prinzip, man erkennt, seht ihr das überall? Überall, wo ich das Symbol dabei habe, ja, das sind Apps, die für Cardboard ausgelegt sind. Ja, also überall, wo ich so die kleinen Masken drauf habe, das sind dann alles Cardboard-Apps, die damit funktionieren. Und wie gesagt, vorausgesetzt ist wirklich, ich habe, damit es wirklich vernünftig funktioniert, ich brauche einen Gyrosensor. Ja, ohne Gyrosensor habe ich ein 3D-Kino. Ja, aber ich kann einfach diese Immersion, die kriege ich dann nicht zusammen und auch die Interaktion kriege ich nicht zusammen. Ja, wie gesagt, iPhones haben von Haus aus alle Sensoren drinnen. Ja, die kosten ja über 100 Euro. Also ich habe mir mehrere Handys, so Test-Handys, zum Beispiel beim Hof hat es das Medien-Handy gegeben um 87, 80 Euro oder sowas. Das habe ich ausprobiert, das hat das nicht drinnen. Ja, ich habe dann ein paar andere noch ausprobiert. Die Vico Mobile, bin ich drauf gekommen, das sind wirklich Top-Handys, Dual-SIM alles, 120 Euro, alle Sensoren drinnen und hat ein 5-Zoll-Display. Ja. Also das ist, aber jetzt haben wir Samsung hat, glaube ich, haben das, was? Es gibt Cardboards, es gibt da größere Ausgaben. Ja. Hast du, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einen anderen Bausatz, der geht, glaube ich, für größere. Ja. Muss ich den nachschauen. Ja. So, bauen wir das zusammen schnell. Ja. Und zwar, so, das gehört da eine, so klappt, dann gehört das da hochgeklappt, so. Und dann gehört das da außen rundum. Zack, zack, zack. So, dann. Na, warte mal, das gehört da oben noch, so. So. Und jetzt, genau, und das auf. So, bitte. Ja, fertig. Na, jetzt geht der da auf. Moment. Na. Der ist ja auch magnetisch. Ja, ja. Okay. Können Sie vielleicht wirklich so was? Schauen, dass ich die zwei innen hin tue. Und den. So, genau verkehrt. So. Jetzt muss ich die Magneten umdrehen. So, nochmal. Okay, super. Schmeck's. Den bauen wir zum Schluss zusammen. Zack, zack. 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 So und so. Das haben wir. Wenn wir dann. Ja, komm rein da. So, wenn wir am Ende habe ich dann einen Klebestreifen, mit dem ich es zukleben kann. Ja. Wenn ich alles fertig habe. Ja. So, im Prinzip ist es jetzt fertig. Das gehört da dann noch umgebogen. So, und dann mit dem Klettverschluss, damit fixiere ich das Handy einfach drinnen. Ja. Und der Magnetschalter. So. Der gehört da innen reingelegt und außen einfach plupp auf. Ja. Jetzt kann ich den, das ist jetzt ein Magnetschalter, das heißt, wenn ich den jetzt oben tue, plupp, den zieht es dann wieder zurück auf. Ja, und dadurch verändert sich dann das Magnetfeld innen drinnen. Ja. So, das ist soweit fertig. Ja. Das heißt, ich kann da den Klebestreifen annehmen. Na. So. Zugeklebt, fertig. Ja. So, wir wollen jetzt fertig. Ja. So. Zack, und jetzt kommt dann der Handy rein und du hast dann die App installieren. Ja. Ja. So. Super, danke. Na, der Magnet, das gehört, das tust du am Ende. Das gehört so, dann so oben. So zusammen. So. Okay, passt. Da spielt jemand Moorente, oder? Ja.
So, zweiten Ring, gib her. Alle, geht da mal jetzt. Klapp, so. So, welcher ist jetzt der richtige? Dass ich, nein, du die zwei zusammen zuerst. So, passt. So, jetzt lege ich das innen rein. Und tu den Magneten von außen klapp einen. Ja, jetzt sind zwei drinnen. Und dadurch zieht man den Schalter auch wieder auf. Siehst du das? Das ist jetzt der Magnetschalter. Ja? So, und jetzt habe ich es fertig gebaut und jetzt kann ich es zusammenkleben. Wo gehört der? Der noch einmal? Der NFC, der kommt einfach da hinten aufgeklebt. Ja? Wenn du ein Handy mit NFC hast. So. Auf den Deckel laufen. Ja? So. So. Ja, bitte sehr. Fertig. Ja, so. Genau, wenn das Handy drinnen ist, wird es reingeklipst. Moment. Das gehört so eine und das eine und das gehört nach unten. Da eine da, ja, so. Dann das nach unten, das auf, fertig, ja. Jetzt tun wir zuerst die Magneten rein. Ah, die sind da. So. Jetzt hat er sich einmal umgedreht. Warte, der gehört da reingelegt. So, gehört da innen ins Loch rein. Und der von außen dazu. Blub. Ja. Jetzt ist der fertig. Ja, das ist jetzt der Magnetschalter. Und jetzt klebe ich es zu. Das ist ein Lupenklebe. Einfach damit es zuhaltet dann. So. Das ist hinter drin, dass das auch passt. So. So. Okay, fertig. Dann gehört da noch ein bisschen die Außenkanten umgebogen. Ja. Was ich noch verwende, ist auch, beim Hofer gibt es immer wieder so Plastikauflagen, wo man das Handy vorne hinlegt. Ja. Da schneide ich einen Streifen runter und tue es in die Kleine kleben. Dann rutscht das Handy überhaupt nicht mehr. Was? Ja, wenn du ein gummiertes Cover hast. Ja, genau. So, wer spielt schon Moorente? Ja, geht schon. Balabum. Ja. So. Da stehen sie alle drinnen. Und der Link zur Prezi ist im Titanboard. Also im Endeffekt, wenn ich noch Cardboard suche, finde ich da wirklich genügend davon. Ja. So. Das war mal wieder ein Workshop, wo was getan wurde. Yes. Was gebaut. Ja. Genau. Genau. Was machst du? Ja, hier ist der Ausschalter. Wenn man das reinmacht, geht das Handy aus. Blöd. Ja, also. Ja, aber nein. So geht's. Okay, ja. Ich musste halt auch einen anderen QR-Code machen für den Augenabstand bei dem. Ja, ja, beim großen Display, das ist richtig, ja. Ja. Stanley Miss habe ich keins mit, ja. So. Und? Ist lustig, oder? Was hast du? Ein Fotosphäre. Kennst du das? Was bei Google die 3D-Fotos machen. Ja. Was das, was in alle Richtungen machen? Ja. Es ist nur ein kleiner Fall oben, weil es Büro ist, also die klein ist, ne? Aber super. Was? Er sitzt da. Ja. Ah. So, das bin ich jetzt. Ja. Hey. Nein, ich. Ich hab gedacht, ich habe Sandalen an. Aber er sitzt da. Schau mal, er sitzt da. Ah ja. Ja, super. Perfekt. Das ist genau mit Photosphere und rennt über die Cardboard-App zum Spülen ab. Genau. Ja. Klebst auf der Seite zusammen mit den Streifen. Ja, genau. Mit Photosphere, Google Photosphere, kann man selbst 3D-Fotos machen. Ja, also der hat ein Panorama vom eigenen Büro damit gemacht.
Ja? Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich wirklich irgendwo ein Panorama für einen Unterricht machen kann und das verwenden kann dann damit. Weil, das, weil im Büro sitzt dein auch in Himmelsrichtung. Moorente, ja. Weil er da jetzt, naja, nein, oder anders leider war. Genau, also, finde ich super. Das ist Google, das ist Photosphere, damit kann man 3D-Panoramen machen, die dann mit der Cardboard-Tempo spielen. Genau, was haben wir mit der Google-Kamera? Was mit der App heißt Google-Kamera. Ja, nur Kamera eigentlich, wenn man sucht, hast du nur Kamera? Also, ich schreibe dir gleich dazu da. Aber weißt du, was witzig ist? Also ich gehe ja davon aus, dass es in einem Jahr oder so mindestens zwei ein Handy gibt mit zwei Fotosensoren. LG, genau. Ist eh schon da. Ja, ja, funktioniert super. Ja, also das LG, meine Mutter hat das, ja, weil das war ein Angebot, ja, und es hat dir gefallen von der Größe. Damit 3D, ganz normale Fotos, zack, da rein. Ja, ja. Ja, ja. Genau. Und da die dritte, die Google-Kamera? Das ist die Google-Kamera, ja. Das ist die App dann zum Genau, der macht, kann so super Panoramafotos machen. Sie hat eben die Funktion, dass die Photosphäre auch ja. Also die Photosphäre ist dann so, dass durch den Sensor, ich brauche den Gyrosensor, das heißt, es nimmt einfach dann quasi im Augenabstand immer Bilder unterschiedlich auf und speichert die dann in der 3D-Version ab. Genau, und man hat dann in der Mitte so einen Punkt und man muss mit der Kamera auf jeden Punkt abfahren. Jo. Kannst du das aufschreiben, wie du das Handy hast, das bei D-Bildern macht? Ja, was Handy mit 3D-Sensor. LG. Schreib das jetzt bitte so zu. Ja, darum sag ich das ja jetzt. Jeder kann das machen. Du siehst da, die ist eh Farbe. So ist der Mann geschrieben. Jetzt wird die Parade. Aber ihr seht genau der gleiche Gesichtsausdruck wie der Das ist natürlich etwas, also das kann ich immer natürlich erinnern. Ja. Er stand im Mund. Ah, gut. Sven, geh mal einen Schritt auf die Seite. Sven. Die Umkreis ist einfacher, das ist einfach das. Du hast ja das. Okay, so liebe Leute, das war's von meiner Seite. Also ich habe den Link zur Prezi, ja, wie gesagt, irgendwo war. Ja, war oben, ist jetzt weiter unten gelandet. Du musst nochmal sowieso Reconnect machen, weil du dann sonst nicht die aktualisierst. Und mit Ctrl F kannst du schauen, suchen nach Prezi. Genau. Ja. Ja. Genau. Ja. Du hast den Link zur Prezi drinnen, ja, mit allen Links und den Apps und so weiter. Ja. Nein, Prezi wird ohne Flash. Wenn du es größer machst, links, dann sieht man es auch, da kann man es auch mal sehen, auf der Kamera. Also einmal unten auf Sidebar-Button klicken. Damit was ist der Sidebar-Button? Ja? Was ist der Sidebar-Button? Ja, unten rechts.